Reicher Besuch in Bad Neuenahr. 3 Stunden Autofahrt hat Thomas Beckmann auf sich genommen, um shoppen zu gehen. Der Immobilienmakler will in seiner Lieblingsboutique zuschlagen. Bei Alfredo Pauli kriegt er das, was er sucht. Ja, hallo. Ah, hallo. Wie geht's? Hallo. Zur Begrüßung einen sündhaft teuren Drink. Mineralwasser teurer wie Champagner. Was ist denn das Besondere an dem Wasser? Ja, es ist aus Kanada, aus irgendwelchen Urquellen, ist Gold gefiltert. Das schmeckt wie mein Pyrmonter Wasser aus der Leitung. Ja. Pyrmonter Wasser ist gut. Für unter 20.000 Euro ist hier fast nichts dabei. Thomas Beckmann verkauft Luxusimmobilien und liebt alles, was teuer ist. Bei mir ist es halt, wenn das glitzert, dann setzt bei mir der Verstand aus. Und dann muss ich eben halt mal die Ärmel hochkrempeln, wenn ich mir einen Teil bei Alfredo aussuche. Dann muss ich eben ein paar Immobilien verkaufen, dann kann ich es mir auch leisten. Kunden wie Thomas Beckmann hat Alfredo Pauli zuhauf. Er sagt 4.000 und vielen von denen könnte es bald an den Geldbeutel gehen. Denn wer mehr als 1 Million Euro hat, soll davon 1,6% Reichensteuer zahlen. 10 Jahre lang, um die Staatsschulden abzutragen. Das wollen zumindest die Grünen. 100 Milliarden Euro könnten so zusammenkommen. Ganz ohne Zwang und freiwillig hat sich die Initiative Hurra, wir tilgen gegründet. Auch ihr Ziel, Staatsschulden reduzieren. Wir besuchen einen der Gründer. In einer ganz normalen Doppelhaushälfte lebt Jochen Hörisch. Er sieht sich selbst als wohlhabend an. Er ist Germanistikprofessor. Sein Vermögen 50.000 Euro. Wieso gibt Hörisch freiwillig Geld an den Staat ab? Ich bin Jahrgang 51, auch wenn ich gründlich älter aussehe. Und habe es immer als einen Glücksumstand empfunden, dass ich da in diese prosperierende Zeit reingekommen bin. Und das Seltsame war ja eigentlich, dass die Versprechungen, die man uns gemacht hat, letztlich eingehalten worden. Es ging aufwärts, wir hatten Aufstiegschancen und das Interesse daran, dass diese prosperierende Friedensepoche anhält. Und meine 3 Kinder, auf die ich sehr stolz bin und die inzwischen auch erwachsen sind, einigermaßen friedlich und prosperierend weiterleben können. Und meine Generation denen nicht einen riesengroßen Schlamassel hinterlässt. Das ist der eigentliche Impuls. 10.000 Euro hat der Professor schon auf ein Treuhandkonto überwiesen. Und das, obwohl er auch einiges an Steuern zahlt. In der Tat ist es so, wenn man sich aus nachvollziehbaren Gründen aufregt über Steuersätze, die ja nicht mehr über 50%, aber an die 50% rangehen, dann gibt es nach meinem Informationsstand keinen, in Worten null, der das wirklich zahlt. Weil die ja alle gute Steuerberater haben, alles Mögliche absetzen können. Deshalb setzt Hörisch auf Freiwilligkeit der Schönen und Reichen. Nach seiner Rechnung könnte mehr als 1 Billion Euro zusammenkommen, wenn sie alle mitmachen würden. Eine Aktion, die dem Finanzminister sicher gut gefällt. Auch hier in Rheinland-Pfalz bräuchte man jeden Cent. Ich würde es zunächst als ein gutes Signal werten, dass es Leute gibt in unserer Gesellschaft, die eine Bereitschaft haben, zur Finanzierung des Staates beizutragen, in einem deutlich höheren Maße, als das momentan beispielsweise die Bundesregierung von ihnen abverlangt. Mir persönlich wäre es allerdings lieber, dass der Staat das auf fairer, gleichmäßiger Basis für alle, die leistungsfähig sind, die es sich leisten können, dem Staat einen höheren Abgabenbetrag zu zahlen, regeln würde und eine entsprechende Steuer einführen würde, beispielsweise eine Vermögensteuer. Zurück in Bad Neuenahr. Thomas Beckmann lässt sich heute die komplette Kollektion zeigen. Geld spielt für ihn keine Rolle. Würden Sie da was reinwerfen? Im Leben nicht. Kommt drauf an, wo wir tilgen. Wenn wir für unsere Bundesregierung tilgen, im Leben nicht. Und wenn Sie gezwungen werden? Dann wandere ich aus, ganz einfach. Mein Mann, mit dem ich seit 22 Jahren zusammen bin, der ist Finanzbeamter im Vorruhestand allerdings. Da können Sie glauben. Dann packe ich mein Prödel und nehme meine Klunker und dann war es das in Deutschland. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Fälle davon schwimmen auch? Aber natürlich, Sie sind uns ja schon am davon schwimmen. Zig meiner Kunden haben mittlerweile erste Wohnsitze in Marbella, in Kitzbühel, also in Österreich, gehen nach Belgien. Auch wenn es Beckmann und Pauli nicht gerne hören, die Reichensteuer wird weiter Thema bleiben. Denn noch nie gab es so viele Reiche in Deutschland wie heute. Und während das private Vermögen wächst, verschuldet sich der Staat immer mehr. Gekauft hat der Immobilienmakler übrigens nichts. Er will noch nachdenken über eine Brosche für mehrere 10.000 Euro.